Das ist der Hörgang, der Podcast von Springer Medizin. Was tut sich eigentlich bei den Apothekern? Das Apothekengesetz wurde heuer novelliert. Ab 1. Juli dieses Jahres gilt, 150 Fortbildungspunkte müssen innerhalb von 3 Jahren absolviert werden. Ein Punkt umfasst dabei 30 Minuten. Welche Fortbildungen sinnvoll sind und geltend gemacht werden können und wie die Apothekerkammer sie erfasst und dokumentiert, das erfahren Sie in diesem Podcast. Verena Kienast spricht mit Stefan Deibel, Leiter der Fort- und Weiterbildung in der Kammer. Also geplant war ja ab 1. Juli, dass diese Fortbildungsverpflichtung in Kraft tritt. Der Termin ist fix. Genau, der Termin steht mit 1. Juli geht's los. Ja, und vielleicht können Sie kurz die Eckpunkte, was sich jetzt auch für den einzelnen Apotheker verändert, ein bisschen zusammenfassen. Ja, sehr gerne. Also es gab ja für die Apothekerinnen und Apotheker bislang natürlich schon eine Fortbildungsverpflichtung, die sich aus dem Apothekerkammergesetz und Berufsordnung ergeben hat. Und mit der letzten Sommer beschlossenen Fortbildungsrichtlinie ist jetzt das Ausmaß der Fortbildungsverpflichtung sowie auch die Dokumentation näher definiert worden. Das heißt, dass alle Kammermitglieder, alle Apothekerinnen und Apotheker, außer Aspirantinnen und Aspiranten, die sind noch ausgenommen, also dass alle Kammermitglieder ab 1. Juli über einen Fortbildungszeitraum von 3 Jahren 150 Fortbildungspunkte sammeln müssen, um diese Fortbildungsverpflichtung zu erfüllen und dann auch das Fortbildungszertifikat zu erhalten. Bei den 150 Fortbildungspunkten ist so, dass es pro 30 Minuten Fortbildungsaufwand gibt es einen Punkt und es gibt dann noch nähere oder eine Unterscheidung der Kategorien, aus welchen Kategorien man diese Punkte sammeln kann und muss. Da wird unterschieden in akkreditierte Fortbildung, das sind diese AFP-Punkte, und in freie Fortbildungspunkte die FFP. Akkreditiert ist alles, was pharmazeutisch, medizinisch, evidenzbasierte Fortbildung ist, sowie auch wirtschaftliche Fortbildungen. Und die freien Fortbildungspunkte gibt es für alles andere, also was nicht ins erste Kategorie fällt, was aber für die Apothekenpraxis relevant ist. Die werden aber auch von der Apothekerkammer zertifiziert. Genau, wir haben das sogenannte Akkreditierungs- und Approbationssystem. Und über diese Schiene werden Fortbildungen, also sowohl diese wissenschaftlichen als auch die darüber hinausgehenden freien, werden von uns begutachtet. Da haben wir die Akkreditierungskommission, das sind Apothekerinnen und Apotheker aus der Praxis, die da in enger Zusammenarbeit mit uns in der Fortbildungsabteilung jede einzelne Fortbildungsmaßnahme anschauen und dann eben sagen, ja, dafür gibt's Punkte und wie viele Punkte oder nein, das passt halt nicht. Und das ist nach wissenschaftlichen Kriterien oder auch eben praxisrelevanten Kriterien. Genau. Und wie kann man die Qualität beurteilen? Für alle Fortbildungen, die wir anschauen, bekommen wir wirklich die kompletten Fortbildungsunterlagen, also wirklich die Vortragsfolien oder Skriptum und so weiter. Und es wird dann wirklich inhaltlich angeschaut. Das heißt, ist es aktuell, ist objektiv vor allem die Information, die gebracht wird, werden werbende Inhalte ausgeschlossen, ist es keine Produktschulung, also auf diese Punkte werden halt geschaut. Genau. Gibt es einen Anteil, erstens, wie viele AFP und wie viele FFP in diesen 150 Inhalten sind und auch wie viele Präsenz und wie viele Fernfortbildungen das sind? Genau, ja, das ist eine gute Frage, also das ist auch definiert. Von diesen AFP kann man, wenn man möchte, 100% der Punkte erreichen. Also man kann alles mit AFP machen. Mindestens muss man allerdings 45 Punkte aus dem AFP-pharmazeutischen Bereich machen. Also das ist das Mindestmaß. Okay. FFP gibt es, wie gesagt, kein Mindestmaß natürlich dann im Umkehrschluss, aber maximal eben die Differenz von den 45, also 105 Punkte könnte man maximal davon erreichen. Und was die Veranstaltungen Präsenz betrifft, das bezieht sich auch wieder auf die AFP-Veranstaltungen, muss man in den 3 Jahren mindestens 16 Punkte in Präsenz machen, also 8 Stunden in 3 Jahren. Man kann aber auch, wenn man möchte, 100% in Präsenz absolvieren. Okay, und im Ganzen ist aber dann relativ viel Freiraum auch für online, interaktive oder Selbststudium und so weiter. Genau, weil man könnte theoretisch 134 Punkte, wenn man möchte, online oder im Selbststudium machen. Also das ist sehr frei oder offen gelassen.
Was man dazu sagen muss, ist, dass bei allen Veranstaltungen, die nicht live sind, also wenn es jetzt kein Vortrag in Präsenz oder auch Webinar ist, dann muss immer eine Lernerfolgskontrolle geben. Also bei jedem E-Learning oder jedes Literaturstudium muss mit einer Lernerfolgskontrolle abschließen, dass es dafür Punkte geben kann. Wie ist das dann organisiert mit dieser Lernerfolgskontrolle? Das wird, also die Lernerfolgskontrolle, die Fragen werden auch schon beim Akkreditierungsprozess mit eingereicht, aber dann die Kontrolle und Durchführung und die und das Sicherstellen, dass das wirklich so passiert ist, das obliegt dann beim externen Fortbildungsanbieter. Okay. Also das macht der Fortbildungsanbieter und der teilt uns dann im Nachhinein mit. Die und die Person hat die Fortbildung erfolgreich absolviert und bekommt daher diese und diese Anzahl an Punkten. Aber wir kontrollieren das im Einzelfall nicht nach, behalten uns aber vor, dass man, wenn es die Möglichkeit oder den Verdacht gibt, dass nämlich Unregelmäßigkeiten sind, dann werden wir nachfragen. Aber das ist eigentlich in der Eigenverantwortung der Fortbildungsanbieter. Und ist da geplant, dass diese Dokumentation eine Zeit lang auch noch beim Fortbildungsanbieter aufgehoben wird? Es gibt jetzt mal im ersten Schritt in der Richtlinie keine nähere Angabe dazu. Kann sein, dass man das vielleicht bei der Überarbeitung, wir haben uns das selber intern nämlich auch schon gedacht, dass da vielleicht ganz sinnvoll wäre, wenn es Vorgaben gibt. Aber es ist jetzt mal nichts konkret vorgesehen. Ja. Diese 150 Punkte in den 3 Jahren, ist das quasi fortlaufend oder ist das, ich fange jetzt an und dann die 3 Jahre 150 Punkte und dann beginne ich von neuem mit den 150? Genau. Also okay, es ist so, also es ist immer, ja genau, also ein Fortbildungszeitraum läuft immer über 3 Jahre und innerhalb von diesen 3 Jahren muss ich mindestens 150 Punkte sammeln. Kann ich auch alle in einem Jahr machen. Das Zertifikat gibt es trotzdem dann immer erst am Ende dieser 3 Jahre. Und dann beginnt der nächste Zeitraum. Ich kann auch keine Punkte, wenn ich mehr gesammelt habe, irgendwie mitnehmen in den nächsten Zeitraum. Also es sind getrennt zu betrachten. Sind da irgendwelche Sanktionen vorgesehen, wenn das jemand nicht? Ich meine, ich habe schon gehört, Apotheker sind an sich sehr fortbildungsfreudig, aber angenommen, es würde jemand, also grob zu wenig Fortbildungspunkte haben. Ja. Hätte das Folgen? Also ich stimme Ihnen zu, die Apothekerinnen und Apotheker sind großteils wirklich sehr fortbildungsaffin, machen viele Fortbildungen auch jetzt schon. Die Fortbildungsrichtlinie sieht vor, dass die ersten Jahre jetzt mal oder die ersten 3 Jahre aller, die da jetzt beginnen, aller Kolleginnen und Kollegen mal als Einführungsphase, als Evaluierungsphase zu betrachten sind. Das heißt, wir werden unserem Vorstand, dem Präsidium natürlich auch und der Delegiertenversammlung immer wieder Updates während dieser 3 Jahre geben. Wie schaut's aus? Wie wird diese Verpflichtung erreicht von unseren Mitgliedern? Und es ist jetzt mal im ersten Schritt sind mal keine Sanktionen vorgesehen, aber es wird dann nach diesen 3 Jahren einfach mal die Richtlinie auch evaluiert werden und dann wird im Vorstand bei der Delegiertenversammlung einfach überlegt werden müssen und diskutiert werden müssen, wie es dann weitergeht für die Zukunft. Also ich glaube, das ist ganz sinnvoll, dass man bei so einer großen Änderung mal, die ja wirklich alle Kolleginnen und Kollegen betrifft, mal schaut, wie funktioniert das, bevor man da gleich irgendwie mit irgendwelchen Strafen oder Sanktionen kommt. Auch ist für uns in der Abteilung, wie man sich vorstellen kann, ein enormer Zusatzaufwand, administrativ, organisatorisch. Also wir sind selber auch ganz froh, dass es mal eine Evaluierungsphase ist. Wir müssen ja selber mal schauen, wie das Ganze zu schaffen ist. Ja. Es können ja auch externe Fortbildungen, also ich weiß jetzt nicht, zum Beispiel in Österreich die DFP-Fortbildung der Ärzte, teilweise auch von Deutschland und der Schweiz absolviert werden. Das muss dann individuell eingereicht werden oder werden da automatisch irgendwelche bestimmte zertifizierte Fortbildungen übernommen? Also da gibt es eigentlich unterschiedliche Wege, wie das funktionieren kann. Also inhaltlich gesehen, es gibt die Richtlinie schon vor, gelten die DFB-Fortbildungen und Fortbildungen der deutschen Apothekerkammern und der Schweizer Apothekerkammer, die gelten als akkreditiert. Also da ist dann bei uns keine inhaltliche Prüfung mehr. Da es da aber eine Vielzahl gibt und wir nicht genau wissen, was in Anspruch genommen werden wird, ist es grundsätzlich dann individuell einzureichen von den Mitgliedern. Da wird es auf der Homepage dann einfach ein Online-Formular geben, wo man die Teilnahmebestätigung hochladen kann, da Informationen und dann werden die Punkte gut geschrieben, aber da gibt es keine inhaltliche Prüfung mehr, wo man sagen, also die Punkte, die gibt es dann. Es kann aber natürlich sein, dass auch andere Kammern einzelne Veranstaltungen aktiv bei uns trotzdem einreichen. Weil sie wollen, dass sie es auch bewerben können dann oder wie auch immer. Und wenn das der Fall ist, dann hat es den Vorteil für unsere Mitglieder, dass dann ja immer bei allen Sachen, die auf Antrag von Externen akkreditiert werden, wird ja von uns eine Teilnahmeliste an den Anbieter
übermittelt, die wir dann im Nachhinein zurückbekommen. Und dann werden die Punkte halt automatisch gut geschrieben. Mhm. Das heißt, für die Apothekerinnen und Apotheker ist schon von Vorteil, wenn sich andere Anbieter darum bemühen, Veranstaltungen akkreditiert zu haben oder approbiert. Mhm. Genau. In der Schweiz, habe ich gehört, gibt es auch die Möglichkeit, dass Fortbildung im Selbststudium gemeldet und anerkannt wird bis zu, die haben dort 90 Punkte. Mhm. Ist das eine Variante, die für Österreich? Also Selbststudium bei uns geht insofern nur als Literaturstudium E-Learning, also das müssen dann schon anerkannte Sachen sein, wo es Lernerfolgskontrollen gibt. Also einfach, also so wie es jetzt die Richtlinie vorsieht, ist es nicht möglich, dass ich durch intensives Literaturstudium, aber ich schaue zum Beispiel ein Fachjournal, lese mal durch und gebe es nach rein, also das funktioniert so nicht, müssen wir dann Punkt, also in der Prüfung dabei sein für einen konkreten Teil halt, ja. Wie ist das jetzt intern? Wird's da, ich nehme an, es gibt eine eigene Seite oder Plattform oder wie man das jetzt heißt. Ja. Werden da auch dann Fortbildungen quasi halt aufgezeigt, was alles derzeit verfügbar ist, auch von externen Anbietern? Ja, das wird schon geben. Also einerseits bekommen die, wird jetzt gerade ein Fortbildungskonto für alle Kammermitglieder programmiert. Das heißt, die haben dann auf der Kammer-Homepage einfach, hat jeder, wenn er eingeloggt ist, einen Überblick, welche Fortbildungen habe ich schon absolviert, wie viel fehlt mir noch, dass ich das Mindestmaß erreiche und so weiter. Also das wird grafisch auch recht ansprechend dann sein, dass man das mit einem Blick sieht. Und zusätzlich dazu gibt es dann auch eine Liste aller anerkannten Fortbildungen. Naja. So eine Akkreditierung gilt immer für 3 Jahre. Das heißt, innerhalb von 3 Jahren kann ich dann die als Fortbildungsanbieter meine Veranstaltung beliebig oft anbieten. Mhm. Nur wird es wahrscheinlich, wir haben jetzt schon vor dieser Fortbildungsverpflichtung sehr viele Veranstaltungen akkreditiert. Das heißt, wird wahrscheinlich eine sehr lange Liste sein, was ich dann vielleicht mit Suchfunktion ein bisschen auch durchsuchen muss. Und ich nehme an, dass die meisten Fortbildungsanbieter natürlich dann auch das bewerben werden, wenn sie bei sich und sagen, dafür gibt es Punkte, weil es ist ja dann macht ja in Zukunft wahrscheinlich einen großen Unterschied, ob ich Punkte hergeben kann dafür dann nicht, wie die Anmeldungen auch ausschauen werden. Ja. Gibt es von der Apothekerkammer irgendwelche Themen, die so speziell gewünscht oder gefördert werden? Oder? Also direkt gefördert oder gewünscht, da mischen wir uns bei den externen Fortbildungsanbietern natürlich nicht ein. Was wir schon sehen, ist jetzt gerade, wenn es um diese freien Fortbildungspunkte geht, gibt es sicher einen großen Bedarf immer nach Kommunikationsschulungen, also was in dem Bereich ist. Im Bereich der akkreditierten Fortbildungen, glaube ich, gibt es immer einen relativ großen Bedarf nach Fortbildungen im Bereich auch der magistralen Rezeptur, der Herstellung in der Apotheke. Also das ist was, wo wir sehen, dass das immer auch gut gebucht wird und wo es gar nicht so ein großes Angebot gibt. Zum Beispiel was ein Thema Impfen oder so klassische Indikationen, Hypertonie, Diabetes und so weiter. Das ist natürlich extrem wichtig, aber da gibt es ein großes Angebot. Ja. Und dann gibt es halt einige Bereiche, die sicher in der Vergangenheit weniger abgedeckt sind, wie zum Beispiel die Rezeptur. Wie ist das schon mit der Punktevergabe bei schriftlichen Fortbildungen? Ist das schon irgendwie definiert? Es gibt jetzt bislang keine genaue Definition, dass man sagt, für so und so viele Zeichen oder Seiten gibt es einen Punkt. Also das ist auch da wieder mit dem Zeitaufwand. Das heißt, das Durcharbeiten dieser Literaturunterlagen pro halbe Stunde Zeitaufwand ein Punkt. Und da wird man dann schauen, dass das natürlich halbwegs vergleichbar ist. Aber es gibt jetzt keine Vorgabe von unserer Seite, wo man sagt, 2 Seiten, 1 Punkt oder so, also da ist immer nichts geplant. Fortbildungen seitens der Industrie sind natürlich möglich. Es ist, meistens wird es sowieso kein Thema sein, weil ja auch die meisten Pharmafirmen und so sehr strenge Vorgaben haben. Aber wenn es Industriefortbildung gibt, muss das natürlich ganz objektiv dargestellt sein. Es muss darauf geachtet werden, dass halt keine werbenden Inhalte vorkommen. Das ist wichtig. Es gibt auch die Möglichkeit, dass komplementärmedizinische Fortbildungen approbiert werden, also im Bereich der freien Fortbildung anerkannt werden. Da ist aber ganz wichtig immer, und wird auch von der Akkreditierungskommission dann genau drauf geschaut werden, dass einfach ein Hinweis kommt, woher die Information stammt, also inwieweit geht die Evidenz, was ist einfach eher erfahrungsmedizinisch oder woher kommen eben diese Inhalte, die gebracht werden. Und dass auch ein klarer Hinweis ist, was sind die Stärken dieser Methode, aber wo liegen auch die Grenzen und dass es einfach wirklich ein rundes Bild ergibt und vielleicht klar ist, das ist, kann eine ergänzende Option sein für manche Leute, aber nicht irgendwie, dass da irgendwie das in Konkurrenz zur evidenzbasierten Fortbildung. Das ist uns ganz wichtig, auch in der Abteilung, in der Kammer. Also das ist vielleicht ein Punkt, den man da auch noch mitgeben könnte, ja.
Ja, das heißt, es wird eben auch interdisziplinär ganz wahrscheinlich einiges da sich in nächster Zeit auch tun, also ob das eben jetzt Medizin ist oder Pflege auch. Ne? Da gibt es ja, glaube ich, eine ganz gute Schiene. Ja, genau. Also das ist sicher interessant. Mhm. Und gibt es ja schon einige Kooperationen, zum Beispiel der österreichische Impftag, wo es da Kooperationen gibt. Mit der Pflege gab es in der Vergangenheit Veranstaltungen oder mit der Schmerzgesellschaft haben wir jetzt vor kurzer Zeit was gehabt. Also da gibt es immer wieder ganz spannende Kooperationen. Mit den Universitäten macht man relativ viel auch. Also auch da gibt's natürlich Überschneidungen und Zusammenarbeit. Gibt's von Apothekerseite bisher auch schon Anfragen bezüglich Ablauf und Voraussetzungen und so weiter? Ja. Gibt schon relativ viele Anfragen und die werden auch immer mehr. Wir haben jetzt schon ein paar Mal alle Mitglieder bei Kammerinfo und auf der Homepage informiert. Aber da wird es natürlich, es sind halt einige Details, die Schritt für Schritt erst geklärt werden müssen. Auch wenn die Richtlinien natürlich sehr, also alles vorgibt, muss man dann im Detail der administrativen Umsetzung oft nur schauen, also mit dem Präsidium Rücksprache halten, wie einzelne Punkte da gehandhabt werden sollen. Und je mehr sie da lichtet und halt jetzt beim Erarbeiten ergibt, desto genauer können wir halt auch unsere Mitglieder informieren. Aber wir merken schon, dass die Anfragen von Woche zu Woche mehr werden, ja. Was sind denn so die häufigsten Anfragen in dieser Richtung? Häufig geht es darum, ob Veranstaltungen jetzt schon irgendwie angerechnet werden können. Also wenn man jetzt eine Fortbildung vor dem Sommer macht, das geht leider nicht, das geht erst ab 1. Juli. Es geht auch oft darum, ob irgendwie Veranstaltungen aus dem Ausland anerkannt werden können, was grundsätzlich möglich ist. Andere Anfragen. Ja, wie das dann überhaupt, wie die Punkte übertragen werden, also eher so technische Anfragen. Ja. Was passiert, wenn man es nicht erreicht? Genau, also diese Dinge sind da Thema. Ob im Teildienst gleich viele Punkte erreicht werden müssen, wie wenn ich voll arbeite in der Apotheke. Ist gleich, also die Richtlinie sieht da keine Unterscheidung vor. Genau, und jetzt in letzter Zeit auch einige arbeitsrechtliche Anfragen, die allerdings dann eher in die Rechtsabteilung fallen, also wie es mit Dienstfreistellung und dergleichen aussieht. Mhm. Kann man prinzipiell, wenn man jetzt zum Beispiel im Ausland eine Veranstaltung besuchen möchte oder halt eine von einem nicht österreichischen Anbieter, kann man das im Vorhinein auch schon abklären lassen, ob das dann, wenn es positiv absolviert ist, anerkannt wird? Also grundsätzlich ist es immer möglich, dass die Kolleginnen und Kollegen sich bei uns einfach unkompliziert melden und dass wir mal eine Einschätzung geben, ob das aus unserer Sicht funktionieren wird oder nicht. Das wird in den meisten Fällen auch wahrscheinlich dann so passen, wie wir das einschätzen. Also das ist auf jeden Fall möglich. Und ja, auch dazu hat es auch schon Anfragen gegeben, genau. Ja. Aber das heißt, es gibt für diese Dienstleistung der Anerkennung und der Administration jetzt eigentlich keine zusätzliche Finanzierung. Ne, wir haben schon Stunden aufgestockt, die halt dafür jetzt primär gedacht sind. Aber Apotheker als Kammermitglied muss nicht mehr zahlen. Es ist eine einfach zusätzliche Leistung. Und das Ziel wäre schon, dass wir zumindest, was die Administration dieser Vorbildungsverpflichtung anbelangt, dass wir möglichst viele Mitgliedern abnehmen. Also dass die natürlich bei individuellen Sachen muss immer ein bisschen was leisten, weil sonst können wir nicht wissen, was gemacht wurde. Mhm. Aber bei allen anerkannten Fortbildungen, dass da echt die Mitglieder bis auf den Besuch halt relativ wenig zu tun haben und die Punkte alle automatisch gut geschrieben werden, auch automatische Informationen erfolgen, immer wieder auch, wie der Stand der Fortbildungsleistung ist, den sie erbracht haben. Also das Ziel wäre schon, dass man da viel, was die Administrierung betrifft, halt abnehmen. Also grundsätzlich werden sie nur dann für die Fortbildungsverpflichtung anerkannt, wenn sie von der Kammer anerkannt werden. Genau. Also wir müssen sagen, dafür gibt es Punkte, ja oder nein. Und dann gibt es aber für Dinge, die eben irgendwie, wo es keine Anträge gibt oder die einfach weit weg sind, wo wir uns das nicht anschauen, die Möglichkeit, wenn ich das als Apotheker, Apothekerin besucht habe, dass ich individuell halt dann dafür einreiche. Ja, aber dann ist es trotzdem über die Kammer. Also ich kann nicht einfach zu Hause meine Zeugnisse haben und sagen, ich habe so und so viele Stunden gemacht. Das geht nicht. Ja. Gut. Wie ist es mit anderen pharmazeutischen Berufen? Also die Vorbildungsverpflichtung betrifft wirklich nur Kammermitglieder, also Apothekerinnen und Apotheker, die in Österreich im Krankenhaus oder öffentlichen Apotheken arbeiten. Okay. Genau. Und die pharmazeutisch-kaufmännischen, die haben ihre eigenen. Genau, weil die sind ja. Das ist natürlich auch sehr wichtig, dass sie die fortbilden, das steht erste Frage. Aber die Apothekerkammer an sich vertritt ja nur die Apothekerinnen und Apotheker. Und darum kann diese Vorgabe immer sich natürlich nur auch auf die
unsere Mitglieder beziehen. Ja, wunderbar. Sehr gut, ja. Hörgang, der Podcast von Springer Medizin. Springer Medizin.